Liebe Zuschauer, wir zeigen Ihnen jetzt einmalige Aufnahmen von einem bisher wenig beachteten Teil unseres Körpers. Ein Gewebe, was in ungefähr so aufgebaut ist wie dieses Netz hier und all unsere Organe und Muskeln umgibt. Mit einer Spezialkamera hat es ein französischer Chirurg geschafft, dieses Gewebe im Menschen zu filmen. Bisher wurde es meist als bloßes Verpackungsorgan abgetan. Doch überraschenderweise haben Forscher jetzt herausgefunden, dass es auch Schmerzen verursachen kann. Metzger schneiden sie weg, die Fleischhülle. Sehniges Gewebe, das im tierischen und menschlichen Körper eine unterschätzte Rolle spielt. Faszien ist der korrekte Name für dieses kleine Weltwunder, das uns innerlich zusammenhält. Ein Verpackungssystem, von dem Forscher Erstaunliches berichten. Dass es bei der muskulären Kraftübertragung ganz, ganz wesentlich eine Rolle spielt, dass es ein Sinnesorgan ist, sogar unser wichtigstes und reichhaltigstes Sinnesorgan für die Körperwahrnehmung. Das ist hochspannend und da kann es eben auch zu Fehlregulationen führen bis zu chronischen Schmerzen. Laboruntersuchungen ergaben, dass sich solch einzelne Faszien selbstständig zusammenziehen und entspannen können. Nicht sichtbar, aber messbar. Klarer Anhaltspunkt für die Forscher der Universität Ulm, dass Verspannungen und Schmerzen durch Faszien entstehen können. Das Fasziennetz umhüllt alle Organe und Muskeln und macht jede Körperbewegung mit. Es ist ausgestattet mit Blutgefäßen und Nerven. Außerdem zirkuliert eine Flüssigkeit hindurch, die dem gesamten Netzwerk hydraulische Fähigkeiten verleiht. Doch die Faszien können verkleben, sogar löchrig werden und eine komplexe innere Verspannung auslösen. Und da sucht man jetzt eben nach Möglichkeiten, wir kennen das von der Manualtherapie, das wieder rückgängig zu machen. Wie kriegt man eine Faszie dazu, sich wieder zu entspannen? Da schon direkt unter der Haut die Welt der Faszien beginnt, lässt sich das Netzwerk von außen manipulieren. Die Rolfing-Methode ist eine Art Faszienmassage, mit der zum Beispiel Nacken- und Schulterprobleme behandelt werden, aber auch viele andere Beschwerden. Alles, was einen Bewegungsapparat angeht, was nicht entzündlich ist, sondern was mit einer Verhärtung einhergeht oder Versteifung oder auch so einem subjektiven Gefühl von verhakt oder verklebt zu sein. Therapiert wird mit Grifftechniken, die nur sogenannte Rolfer beherrschen und die gezielt auf die Faszien wirken, diesem einmaligen System in unserem Körper.